Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste der diesjährigen Gedenkveranstaltung zum 78. Jahrestag der Befreiung des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück. An diesem Ort in der Main- und Gedenkstätte Ravensbrück gedenken wir an diesem Sonntag der Toten des Konzentrationslagers Ravensbrück, der Opfer des nationalsozialistischen Regimes und der Menschen, die vor 78 Jahren für die Befreiung dieses Lagers und Deutschlands ihr Leben geopfert haben. Seit über einem Jahr führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Nicht zuletzt mit der Begründung, dass in Kiew ein narzisstisches Regime beseitigt werden müsste. Der europäische Konsens, dass es nie wieder nationalsozialistische Diktaturen geben sollte, wird zur Rechtfertigung eines Angriffskriegs missbraucht, dem inzwischen Zehntausende Menschen zum Opfer fielen, der Millionen vertrieben hat, Infrastruktur, Städte und Gemeinden zerstört, landwirtschaftliche Flächen verwüstet und unbrauchbar macht. Dies verachtet sowohl die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur als auch ihre russischen, ukrainischen und belorussischen Befreier, die vor 78 Jahren mit ihrem Kampf, ihrem Leid und Heldenmut zur Befreiung des Konzentrationslagers Ravensbrück beigetragen haben. Die einende Mahnung, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, wird in der russischen Argumentation aber auch zur Änderung der gesamteuropäischen Ordnung missbraucht. Damit gehen eine Abwertung und Marginalisierung dieser seit 78 Jahren bestehenden Mahnung und Verpflichtung einher. Das Gedenken darf nicht durch eine schleichende Vereinnahmung des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus für partikulare tagespolitische Interessen genutzt werden. Dies schmälert die Chance, den gesellschaftlichen Konsens, dass es Krieg und nationalsozialistische Diktatur nie wieder geben sollte, als grundlegende Übereinkunft zu erhalten. Im Kontext zu dieser zugespitzten politischen Auseinandersetzung sehen sich die Gedenkstätte Ravensbrück, andere außerschulische Bildungseinrichtungen, die regionalen Schulen, aber auch die Stadt Fürstenberg als Schulträger mit der Frage konfrontiert, wie wir mit der Verantwortung zur Bildung, zum Mahnen und Gedenken für alle Opfergruppen und den Inhaftierten der verschiedenen Nationen gerecht werden können. Fast 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben wir es mit jungen Menschen zu tun, deren Großeltern inzwischen der Nachkriegsgeneration angehören, die kaum die Chance haben werden, noch Überlebende eines Konzentrationslagers kennenzulernen und die sich nun auch noch mit Informationen auseinandersetzen müssen, dass es sich bei dem russischen Krieg gegen die Ukraine vorgeblich um eine vergleichbare Situation des Widerstandes der Sowjetunion gegen das narzisstische Deutschland handelt. Die Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Ereignissen zwischen 1933 und 1945, die Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen, wird zunehmend durch die historische Distanz erschwert, aber auch durch die seit 14 Monaten neue Realität überlagert. Ein schwerer werdender Alltag mit finanziellen Herausforderungen, dysfunktionalen Versorgungsstrukturen, vor allem im medizinischen und schulischen Bereich und überbordende bürokratische Zumutungen bei gleichzeitigem Fachkräftemangel für Familien im Freundeskreis, in Vereinen, in der Kommune führt nach meiner Erfahrung in den vergangenen Monaten dazu, dass bei vielen Bürgerinnen und Bürgern das Vertrauen in ein auskömmliches Leben in einer demokratischen Gemeinstruktur in Gefahr gerät.
Diese heutige Veranstaltung zum Jahrestag der Befreiung hat ihre Bedeutung nicht mehr nur im mahnenden Erinnern an die an diesem Ort vergangenen Verbrechen, sondern muss auch der neuen Aktualität Rechnung tragen. Ritualisierte Veranstaltungen wie diese sind wichtig und notwendig für alle Menschen, die sich der Mahnung dieses Ortes und unserer demokratischen Werte verpflichtet sehen. Das sind mehr, als heute hier auf dem Platz stehen. Ein Gemeinwesen, gerade auf kommunaler Ebene, lebt eine Demokratie, wenn Demokratie im Alltag funktioniert. Dies hat nicht nur mit fortwährendem oder sogar wachsendem persönlichem und staatlichem Wohlstand zu tun, sondern mit verlässlicher Daseinsvorsorge und nachvollziehbaren politischen und dann auch umsetzbaren Entscheidungen. Hier liegt die eigentliche Aufgabe in den kommenden Monaten und Jahren. Mahnung und Lehren ziehen aus den Ereignissen zwischen 1933 und 1945 heißt, gemeinsam unsere Demokratie lebendig zu halten und unsere Grundwerte zu verteidigen. Vielen Dank.